So, nächster heißt, nächstes Kapitel heißt der Großpreis von China, einen Monat später. Und da wollen wir natürlich ein bisschen was vergessen. Ja, Katze. So, gehen wir mal rein. Also nochmal, in der Rennwelt des Motorsports sind alle Augen auf den Grand Prix von China gerichtet. Es ist das vierte Rennen der Saison von F1 2020 und Elton Jackson und Alfa Romeo wollten schnell eine gute Form finden. Ja, das wollen wir natürlich auch. Wir sind beim großen Preis von China und diese Strecke scheint sich immer mehr zu einem besonderen Platz für Neulinge im Feld zu entwickeln. Denken Sie nur an Alex Albon letztes Jahr und es scheint, als könnte Elton Jackson diesen Trend in dieser Saison fortsetzen. Ja, der junge Fahrer wird diese Saison sehr vielversprechend. Und da kommt Ackermann, er liegt jetzt hinter seinem jungen Teamkollegen. Es gibt Gerüchte, dass es zwischen diesen beiden ein paar Spannungen gibt. Mal sehen, was passiert. Ich glaube nichts Gutes. Er geht innen rein in die Einladungskurve und drängt dabei seinen Teamkollegen von der Strecke. Was war das, Kasper? Was zum Teufel? Jackson mit argen Schwierigkeiten, sich davon zu erholen. Hey, bleib am Ball, volle Konzentration. Dieser Kontakt mit dem Teamkollegen macht dem jungen Fahrer erhebliche Probleme. So schaut's aus, Heiko. Das Auto scheint nicht stark beschädigt zu sein. Er muss versuchen, wieder zurückzukommen. Ja, gucken wir mal, ob wir es heute hinkriegen. Ja, wurde den 10. Platz zurück. Wir haben noch 6 Runden Zeit hier in China. Oh, ich bin jetzt ein bisschen angefressen. Was will ich jetzt noch irgendwie machen? Sind jetzt nur vor uns in 2, oh ja. Ja, Norris, der will natürlich jetzt wissen. Sofort Zeit zu Con. Con habe ich schon mal. Ja, wir werden jetzt noch irgendwann alle 2 Wochen fahren. Weil er mich gerade auch extrem fesselt. Jetzt habe ich mir jetzt mal meinen. Ah, okay. Da war doch ein Auto dazwischen. Das ist nämlich George Russell. So, jetzt sind wir wieder am Teamkollegen dran. Den würde ich natürlich jetzt ziemlich zeitnah kassieren. Überraschen wir den mal. Magnussen, oder Albon, den will ich beide mehr kassieren. Jawohl, hab ihn! Great work. 400. Oh, Special Friend, Devin Butler. Dass ich da verhungern auf der Position. Nächstes Perez.
auf der Außenlinie vorbei am Racing Point geflogen. Und der nächste wäre Vettel und Stroll. Ja, ich war hier gerade mit der vollen Dröhnung. Wir werden jetzt den Vettel kassieren noch. Sorry, da darfst du mir die Lücke nicht zu sehr auflassen. Das habe ich jetzt mal ausgenutzt. So, der nächste wäre letzt voll. Der, ich bitte den aus Australien, wo wir den Fehler gemacht haben. Das ist übrigens das letzte Kapitel für diese Woche. Das nächste Kapitel geht ja nächste Woche jetzt weiter. Übernächste Woche, Entschuldigung. Nächste Woche geht es wieder mit dem großen Preis von Baku weiter. Also Abu Dhabi, Aserbaidschan. Aber jetzt konzentrieren wir uns auf die letzten drei Runden und versuchen so viele Autos wie möglich noch zu kassieren. Weil davor ist schon Charles Leclerc. Ist hier ein Podium sogar drin in China? Das wäre natürlich die große Frage. So ein Auto habe ich eben schon, den Perez habe ich schon auf der Position, an der Stelle geholt, den zweiten Racing Point, snack ich mir genau an der gleichen Stelle. Der nächste wäre dieser Charles Leclerc und davor ist es verstoppt in 9 Sekunden dann. Ja, Podium ist wahrscheinlich schwierig. Dann. So, ich soll das RS wegmachen. So, Leclerc hat die Harz drauf. Ja, diesmal habe ich ihn auf der linken Seite überholt, einen Ferrari. Vettel war es ja auf der anderen Seite. So, jetzt haben wir noch 6,2 Sekunden. Vielleicht, vielleicht kriegen wir die auch noch zugefahren. Wobei der, glaube ich, einen Haas vor sich haben wird. Der dürfte ein Haas, dürfte ein Auto vor sich haben. Oder ist es schon der Hamilton? Ich habe nur was Helles gesehen. Fünf Sekunden, wir haben noch drei Runden. Jetzt kann alles möglich sein. Ja, die Stufe ist zu niedrig. Ja, ich erwarte, dass es so einfach wird. Deswegen versuchen wir auch, kommen wir auch die Chance, das Rennen sogar zu gewinnen, aber mal gucken. Bottas ist davor. Da sind die beiden Mercedes sind gleich aufeinander. Das ist ein alles gut, können wir das Rennen sogar gewinnen. Aber da müssen wir jetzt erstmal relativ schnell an Verstappen vorbei. Vorbei an Max Verstappen. Jetzt ist der nächste die beiden Mercedes. Da können wir immer einfach um hier sogar dieses Rennen hier noch gewinnen. Sind ja noch eine Runde danach. Vielleicht. Es kommen noch ein paar spezielle Ecken. Fragt mal bei den Racing Point nach. Vor der langen Geraden. Da außen durch. Das ist jetzt die übernächste Kurve. Ein Special Move gegen Max Hamilton ebenfalls. Und damit geht es der nächste weitere Bottas.
Und den Schwung kann man direkt mitnehmen und können ihn. So, Bottas macht mir den Weg zu. Ich nehme die Außenlinie und führe ein Rennen im Alfa Romeo an vor dem Mercedes. So, setzen wir uns ein bisschen, versuchen wir uns ein bisschen abzusetzen. Na, ich hätte die Stufe ein bisschen höher stellen müssen, auf mehr Mittel. Jetzt kann ich das nachträglich noch kann. Jetzt sind es nicht mehr viele Geraden, dann haben wir es. Wir gewinnen unser erstes Rennen hier in der Wanz. Yes! Ja, da gibt es schon mal einiges zu besprechen. Und dass die beiden Alfa Romeo-Fahrer wieder kollidiert sind, ist ganz bestimmt kein gutes Zeichen. Nee. Das sieht bei den beiden noch etwas chaotisch aus, Heiko. Sie sind eben erst seit kurzem Teamkollegen. Dieser Reifenkontakt, hätte der vermieden werden können, Stefan? Ja, es sah ein bisschen so aus, als wollte Ackermann ein Zeichen setzen. Eigentlich hat er reingestochen. Viel Platz gelassen. War das ein unheilvolles Vorzeichen? Ich hoffe nicht. Das war's von uns hier in China. Bis zum nächsten Mal. Genau so ist es. Alfa Romeo steht wieder einmal als Sieger auf dem Podest. Ein aufregendes Rennen und ein ausgezeichnetes Resultat für dieses Team ohne Werksunterstützung. Aber immer wieder auf der Linie außen. So, dann gehen wir mal rein in die Cutscene. Kaspar, was sollte das bitte? Du hättest mich beinahe aus dem Rennen geworfen. Mit dem Manöver hätten wir beide in der Absperrung landen können. Kaspar. Komm schon, Mann, du. Ich muss telefonieren. Kaspar! Ackermann! Der ist, glaube ich, ein bisschen angepisst gerade. Du kannst das Pay-TV abbestellen. Das hier ist um einiges unterhaltsamer. Ach, ich bitte dich. Hast du nichts Besseres zu tun? Jetzt gerade? Nein. Und das hier will ich nicht verpassen. Ihr beiden, ihr seid wirklich wie Figuren aus einer grauenvollen Sitcom. Er wollte lieber Ricardo im Team haben. Das weiß jeder. Was meinst du? Die Fahrer reden viel. Und so auch Ackermann. Ja, in der letzten Saison. Ganz egal, mit wem er gesprochen hat. Er hat sich immer über dich beschwert. Hat versucht, deinen Vertrag zu verhindern. Er wollte keinen Anfänger. Oh, hat er das wirklich? Alle wissen das. Ist dir nicht aufgefallen, wie dich alle ansehen? Wir alle haben Mitleid mit dir.
Du hattest nie eine Chance. Wenn du mein Rat willst, zeig, dass er falsch lag. Bleib tapfer! So, was haben wir denn noch Neues? So. Oh, Mutti. Hi, Mom. Hallo, ich habe das Rennen gesehen und wollte mich mal melden. Was gibt's? Ich wollte dich nur loben, so wie immer. Oh, okay. Ich habe gesehen, was mit Kasper passiert ist. Unglaublich, dass er keine Strafe gekriegt hat. Geht's dir gut? Alles in Ordnung. Und Kasper? Was hat er dazu gesagt? Pff, nichts. Er spricht nicht mit mir. Vielleicht solltest du es weiter versuchen, um die Sache aus der Welt zu schaffen. Denk daran, was deine Großmutter immer gesagt hat. Bei Schlachten, die nicht gewonnen werden können, kämpft man am härtesten. Bin mir nicht mal sicher, ob das Sinn ergibt. Naja, egal was da los ist, lass dich nicht verrückt machen. Und ruf mich später an, okay? Hm. Mach ich. So, was haben wir denn kurzes Update? So, Nachrichten. Ich gucke mir gerade nur, die liefern gerade die Nachrichten eben kurz durch. So, gut. Wir haben ein paar Belohnungen. Die würde ich mir gerne nochmal mitnehmen. Aha, okay. Gut, dann würde ich sagen, machen wir Feierabend. Wir sitzen in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit dem... War noch irgendwas zu ändern können? Ne, kann man nicht ändern. Schade. Naja, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit dem nächsten Kapitel. Bis dahin und tschüss.